Kapitel 8, der Sportsensor. Der Sportsensor ist eigentlich eine Kombination aus verschiedenen Produkten, ist aber spezifisch für Leistungssportler gedacht. Das heißt, Sie sehen hier, hier befindet sich der Sportsensor in der Produktübersicht. Er besteht aber zum einen aus DNA plus Ernährung, also gesunde Ernährung basierend auf den Genen, zum Teil auch aus DNA plus Gewicht, das heißt Abnehmen, und die Nahrungsmittelliste ist ebenfalls enthalten. Das heißt, es ist eigentlich das DNA NutriControl Paket, aber spezifisch angepasst auf die Bedürfnisse einer Person, die besonders hohe sportliche Leistungen erbringen möchte. So, und dieser Sensor besteht aus 5 verschiedenen wichtigen Faktoren für optimale Leistung. Zum einen geht es um die Struktur der Muskelzellen, die genetisch beeinflusst werden. Dann um die optimale Ernährung nach den Genen, da gibt es Unterschiede bei verschiedenen Personen. Dann um die optimale Mikronährstoffversorgung. Mikronährstoffe sind wichtig, um die freien Radikale, die bei Leistungssportlern vermehrt entstehen, wichtig sind für die Neutralisierung. Dann um die optimale Kalorienverteilung, also der richtige Treibstoff für die Muskelzellen, für herausragende sportliche Leistungen. Und bei manchen Sportarten ist auch das optimale Körpergewicht wichtig, also wenn man in eine bestimmte Gewichtsklasse fallen möchte. So, und dieser Sensor, diese Analyse ist dafür geeignet, diese 5 Faktoren bestmöglich zu kontrollieren und Leistungssportlern die Möglichkeit zu geben, ihr Training vom Training sowie auch von der Ernährung und allen wichtigen Faktoren so anzupassen, dass sie die optimalen Voraussetzungen haben für Spitzenleistungen. Gut, zum ersten Faktor, die Struktur der Muskelzellen. Hier gibt es 2 entscheidende Gene, die einen Einfluss darauf haben. Das wichtigste Gen ist das Alpha-Actinin-3-Gen, das ACTN-3-Gen. Es ist ja so, dass jeder Mensch von jedem Gen 2 Stück besitzt, und von diesem Gen gibt es 2 Versionen. Eine, die für Ausdauersport geeignet ist, und die andere, die für Kraftsport geeignet ist. Jetzt hat jeder Mensch 2 Stück von jedem Gen, das heißt, es gibt die Möglichkeit, 2-mal Ausdauer, 2-mal Kraft oder 1-mal Ausdauer und 1-mal Kraft zu haben. So, und das Ganze wird hier anhand dieser Tabelle gezeigt. 2 Ausdauergene zu haben, bedeutet, man ist eher der Ausdauertyp, also Marathonläufer, Langstreckenschwimmer, Langstreckenfahrradfahren. Und 2-mal die Kraftversion ist für starke Kräfte geeignet, die allerdings schnell wieder ermüden. Das heißt, diese Kombination hier nennen wir die Kraftgene. Das heißt, die möchte man haben, wenn man eine Sportart ausübt mit hohem Kraftaufwand, Sprinten, Gewichtheben und so weiter. Dieses Gen steuert das Verhältnis zwischen weißen und roten Muskelfasern. Also die weißen Muskelfasern, das können Sie sich so vorstellen, das sind große, dicke Zellen, die schlecht durchblutet werden, aber dadurch, dass sie groß und dick sind, können sie große Kräfte erzeugen und reagieren sehr schnell. Man nennt sie auch die Fast-Twitch-Muskelfasern. Das heißt, das sind die Muskelfasern, die schnell reagieren, große Kräfte erzeugen und die man für kräftige und Schnellbewegungen braucht. Das sind also die Gene, die man zum Beispiel beim Sprinten gerne haben wollen würde. Dann gibt es die Ausdauergene. Das sind die roten Muskelfasern. Und die sind vor allem rot, also wirklich optisch rot, weil sie stark durchblutet werden. Das heißt, viele Blutgefäße gehen durch diese Muskelfasern. Das bedeutet, Sauerstoff kann sehr, sehr gut in diese Muskelzellen transportiert werden. Sie sind dünner, können dadurch besser durchblutet werden, besser mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden, sind aber nicht so schnell und nicht so kräftig wie die weißen Muskelfasern. Und diese Gene sind also Gene, die schlecht für Sprinten wären, die wären allerdings wieder gut für ausdauernde Tätigkeiten wie Marathonlaufen. Das heißt also, man kann von diesem Gen die Kraftgene haben, die optimal zum Sprinten sind, oder die Ausdauergene, die schlecht zum Sprinten sind, weil man mehr rote Muskelfasern statt weiße hat. Gut, und Wissenschaftler haben was Interessantes herausgefunden. Die Ausdauergene, die schlecht zum Sprinten wären, also die ungünstigen für Sprinter, die sind in der Kontrollgruppe, also in der allgemeinen europäischen Bevölkerung,
relativ häufig. Also 14% haben diese Genkonstellation, also zweimal die Ausdauergene. Das sind die optimalen Marathonläufer und schlecht für Sprinten. Wenn man nun die Elite-Sprinter anschaut, also diejenigen, die in der WM oder im Olympia-Level antreten, dann hat man gesehen, dass nicht mehr 14% wie in der allgemeinen Bevölkerung diese falschen Gene zum Sprinten haben, sondern nur mehr 3%. Das heißt also, die Sprinter waren ursprünglich in der Kontrollgruppe, 14% von denen hatten die falschen Gene, aber diejenigen, die es wirklich so weit geschafft haben, in die WM zu kommen, wurden ausgefiltert. Es haben zwar immer noch welche geschafft, muss man auch bedenken, aber deutlich weniger haben es mit den falschen Genen für diese Sportart geschafft. Das heißt also, anhand dieser Zahlen hat man mit den Ausdauergenen eine 5-mal schlechtere Chance als Sprinter, in das Olympia-Level unter den Sprintern zu kommen. Gut, das heißt also, zweimal die Ausdauergene zu haben, bedeutet, dass man viele rote Slow-Twitch-Muskelzellen besitzt. Diese Genkonstellation führt dazu, dass man mehr weiße, also die Kraftmuskelfasern hat und zweimal die Kraftgene ebenfalls. So, und jetzt hat sich herausgestellt, dass verschiedene Muskelfasern unterschiedliche Energiequellen bevorzugen. Die Ausdauermuskelfasern bevorzugen Fett und Kohlenhydrate als Energiequelle, also auch Fett. Und Fett ist eigentlich eine sehr gute Energiequelle, denn 1 Gramm hat ca. 9 Kalorien, während 1 Gramm Kohlenhydrate nur 4 Kalorien, also weniger Energie enthält, halb so viel. Die Kraftkonstellationen, also die weißen Muskelfasern, die verbrennen ausschließlich Kohlenhydrate. Das heißt also, je nachdem, welche Muskelfasern man hat, sind unterschiedliche Energiequellen von der Ernährung her die bessere Option. Das heißt, die Empfehlungen, die man Personen geben würde, die zwei Ausdauergene haben, diese Person hat ein deutliches genetisches Ausdauertalent, sollte Fett und Kohlenhydrate ausbalanciert zu sich nehmen. Und die anderen haben ein Kraftsporttalent und sollten mehr Kohlenhydrate zu sich nehmen, um die Muskelfasern mit diesen Kalorien oder diesem Treibstoff zu versorgen, die die Muskeln brauchen. Und so sieht das Ganze dann in einem Bericht aus. Hier sieht man auch, wie häufig das Ganze ist. Also 24% haben von diesem Gen die zweimal Ausdauer, 44% haben die Mischung und 31% haben Kraft. Und anhand des Pfeiles sieht man dann, wo man sich selbst befindet. Dann gibt es noch ein zweites Gen. Also das war das erste Gen, das die roten und weißen Muskelfasern steuert. Das zweite Gen, das ACE-Gen, gibt es wieder in verschiedenen Versionen. Eine, die für Ausdauer geeignet ist und eine, die für Kraft geeignet ist. Und es gibt wieder die Optionen zweimal Ausdauer, zweimal Kraft oder einmal Ausdauer und einmal Kraft. In diesem Fall sind diese Mischungen besser für Ausdauer geeignet und diese Mischung ist besser für Kraftsport geeignet. Und da gab es eine sehr interessante Studie. Die haben Elite-Schwimmer genommen und haben sie aufgeteilt in Gruppen, welche besser auf lange Distanzen sind und welche besser auf kurze Distanzen sind. Also die Ausdauertypen und die Kraft, also die Kurzstreckentypen. Und da hat sich herausgestellt, dass über die weiten Distanzen 93% der Schwimmer auch die Ausdauergene hatten, die für diese Distanz optimal sind. Und 7% hatten die Kraftgene. Das heißt, es gab immer noch welche, die haben die falschen Gene für die Distanz gehabt. Aber ein Großteil war in dieser Sparte. Und dann hat man diejenigen getestet, genetisch getestet, die über kurze Distanzen besser waren, also die Sprinter oder die Kraftgenträger. Und da hat sich herausgestellt, dass 47% die Kraftgene dieser Variante haben und 53% die Ausdauergene. So, das zeigt also, man kann zwar mit den falschen Genen immer noch in der Disziplin, die man sich ausgesucht hat, gut sein. Allerdings ist ein Großteil von denen, die in der Disziplin in die Elite kommen, genetisch von dem Typen, die auch zu dieser Sportart passen. Und dieses Gen, das sieht man wieder, 25% haben zweimal Ausdauer, 50% Ausdauer und Kraft, was auch für Ausdauer geeignet ist, und 25% die Kraft. So, und das sind die zwei Gene.
Es kann es sein, dass beide für Ausdauer talentiert, ein Talent übermitteln, beide für Kraft oder irgendwo dazwischen. Und das zusammenfassende Ergebnis sieht man dann in so einer Spalte. Zweimal Kraft, zweimal Ausdauer und eines Kraft und eines Ausdauer. Das heißt, hier finden wir zum einen raus, generell in welche Richtung bin ich genetisch veranlagt, bessere Leistungen zu erzielen. Für manche Sportler, die sehr stark auf eine Sportart eingeschränkt sind, ist das wahrscheinlich weniger nützlich. Für andere, die sich orientieren möchten, ist es eventuell eine Möglichkeit zu sagen, wo habe ich bessere Chancen. Aber, wie ich vorher erklärt habe, wir finden auch raus, sind es mehr weiße oder mehr rote Muskelfasern und welche Energiequelle ist wichtig für diese Muskelfasern, Fett und Kohlenhydrate oder nur Kohlenhydrate, was wir dann später verwenden werden, um die Ernährung entsprechend anzupassen, genau für die Muskelfasern. So, das war der erste Aspekt, der getestet wird. Wir testen die zwei Gene und finden heraus, wie die Muskelfasern gestaltet sind. Nächster Aspekt ist die optimale Ernährung. Die ist nämlich von Genen relativ stark abhängig. Ein kurzes Beispiel. Wenn wir drei Personen nehmen, eine Person, die laktoseintolerant ist aufgrund eines Gendefekts, eine Person, die Gluten, also Getreide, unverträglich ist und eine Person, die die genetische Eisenspeicherkrankheit hat. Und man gibt den dreien die allgemeinen Regeln eines gesunden Lebens. Und die sagen zum Beispiel, Milchprodukte sind gesund, die sind eine gute Quelle von Kalzium. Das ist auch wahr. Allerdings sind sie für die Person, die laktoseintolerant ist, keinesfalls eine gute Idee, denn die hat sehr schwere Verdauungsprobleme, wenn sie Milch bzw. Laktose zu sich nimmt. Die glutenintolerante Person hingegen kann sehr wohl Milchprodukte zu sich nehmen. Und die Person mit Eisenspeicherkrankheit auch. Also für die Personen ist tatsächlich Milch bzw. sind Milchprodukte eine wertvolle Quelle von Kalzium. Wenn man weitergeht, Vollkorn ist gesund, hat viele Ballaststoffe und ist positiv für die Verdauung. Stimmt das sehr wohl für die laktoseintolerante Person, aber für die Person, die glutenintolerant ist, also wo das Immunsystem, der Darm schlecht auf das Getreideeiweiß reagiert, ist Weizen keine gute Idee und für Personen der Eisenspeicherkrankheit wieder kein Problem. Und rotes Fleisch ist besonders bei Eisenmangel eine gesunde Lösung, enthält sehr viel Eisen, ist wiederum für Laktose- und Glutenintoleranz kein Problem, aber für Personen, die ohnehin schon zu viel Eisen aus der Nahrung aufnehmen, ist es keine gute Idee. Das heißt also, diese allgemeinen Regeln eines gesunden Lebens sind nicht für alle zutreffend. Es ist tatsächlich so variabel, weil da jeder von uns andere genetische Variationen, andere genetische Krankheiten, Stärken und Schwächen in sich trägt, dass für jeden wirklich andere Empfehlungen zutreffen. Und das ist das Konzept von der Ernährung. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel zeigen. Die freien Radikale sind besonders für Leistungssportler ein großes Problem, denn immer wenn Energie in Leistung umgesetzt wird, braucht der Körper Sauerstoff, um die Energie zu verbrennen. Und bei der Verbrennung von Sauerstoff erzeugen die Zellen freie Radikale. Und das sind kleine Moleküle, die eine Kettenreaktion der Zerstörung in den Zellen auslösen. Und wenn wir uns eine Zelle anschauen, also das hier ist das Innere der Zelle, das Zytoplasma ist einfach das Innere der Zelle, wie gesagt. Mitochondrien sind kleine Kraftwerke in den Zellen, die für die Energieumwandlung zuständig sind. Und dann gibt es noch das Äußere der Zellen. Und im Stoffwechsel werden 5% des Sauerstoffs in Superoxid umgewandelt. Und das ist ein starkes freies Radikal, das eben beginnt, die Gewebe zu schädigen. Aber die Natur hat uns einen Schutz davor gegeben, und zwar das SOD3-Gen. Dass das SOD3-Enzym produziert. Und dieses Enzym wandelt Superoxid in Wasserstoffperoxid um. Das ist zwar auch ein freies Radikal, aber das wird dann wiederum weiter verarbeitet, bis es am Ende neutralisiert wird. Das heißt, das Superoxid, das außerhalb der Zellen entsteht, wird vom SOD3-Gen indirekt neutralisiert. Im Zytoplasma, also im Inneren der Zellen, gibt es das SOD1-Gen, das diese Rolle erfüllt. Und in den Mitochondrien, in den Kraftwerken, wo eigentlich ein Großteil des Sauerstoffs umgesetzt wird, gibt es das SOD2-Gen.
Nun gibt es aber Personen, die haben einen Gendefekt oder eine Genvariation in diesem Gen, die die Funktion von diesem Enzym stören. Das bedeutet, es kann sich in den Mitochondrien immer mehr Superoxid entwickeln und das beginnt die Mitochondrien zu schädigen, die Zellen zu schädigen und die Gewebe zu schädigen. So, und Leistungssportler atmen ja beim Sport mehr, das ist, weil sie mehr Sauerstoff benötigen, weil sie einfach diese Umwandlung der Energie stark beschleunigt haben und deswegen produzieren die besonders viele freie Radikale. Das heißt, für Leistungssportler ist das besonders wichtig in diesem Fall im Vergleich zu Personen, die keinen Leistungssport betreiben. So, und das ist dieses Gen, das SOD2-Gen. So sieht man das auch in dem Bericht. Hier gibt es die drei verschiedenen Typen. Wie gesagt, jeder Mensch hat zwei Stück von jedem Gen. Wir schauen uns eine Genvariation an, also eine Buchstabenänderung in diesem Gen, die häufig vorkommt. Sonst das restliche Gen ist praktisch identisch zwischen verschiedenen Menschen, aber hier ist eine häufige Variation. Das heißt, wenn an dieser Stelle ein C sitzt, und das haben 20% der Population, das sieht man hier, dann hat man einen guten Schutz gegen oxidativen Stress und funktioniert dieser Mechanismus so, wie er sollte. Wenn ein T an dieser Stelle sitzt, dann haben wir 53% der Population, die diese Genvariation oder diese Genkombination haben, die haben einen schlechteren Schutz gegen oxidativen Stress. Und bei TT 27% der Population, die haben einen noch schlechteren Schutz davor. Das hier sind übrigens die wissenschaftlichen Publikationen, aus denen diese Daten kommen, für diejenigen, die es interessiert. Das heißt also, ein relativ großer Prozentsatz der Population haben einen schlechteren Schutz gegen freie Radikale, die besonders bei Leistungssportlern erhöht auftreten. Das heißt, was kann man machen, wenn dieses Gen defekt ist? Es gibt sogenannte Antioxidantien oder freie Radikalfänger, die in Nahrungsmitteln enthalten sind. Das sind vor allem Vitamin C, Vitamin E, Alpha-Liponsäure und weitere ähnliche Stoffe. Die können freie Radikale binden und neutralisieren. Das heißt, wenn dieses Gen defekt ist, können wir mit Antioxidantien entgegenwirken und die Zellen schützen. Die Strategie sieht also so aus: Wenn das SOD2-Gen in Ordnung ist, dann braucht man nur die normale Menge an diesen Radikalfängern, diesen Antioxidantien, um die Zellen zu schützen. Und wenn das Gen mutiert ist, also nicht richtig funktioniert, dann braucht man höhere Dosierungen. Und wie gesagt, die entsprechende Menge wird dann nochmal erhöht für Leistungssportler, die ja ohnehin mehr freie Radikale produzieren als Personen, die keinen Leistungssport betreiben. So, jetzt stellt sich die Frage, das war ja nur ein Beispiel, es gibt also diese Vitamine, aber es gibt auch andere Stoffe wie Calcium, um die Knochen zu schützen, Omega-3, um das Immunsystem weniger aggressiv zu machen, um die Gelenke zu schützen und so weiter. Das heißt, in diesem Bereich testen wir 52 Gene, finden heraus, welche Mikronährstoffe positiv sind, welche Nahrungsmittelinhalte negativ sind, weil sie Entzündungsreaktionen auslösen und so weiter. Und dann stellt sich die Frage, wie kann man diesen Bedarf an Mikronährstoffen am besten decken? Und mehr Antioxidantien kann man durch eine gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse, besonders farbiges Gemüse, das enthält sehr viele entsprechende Vitamine und Antioxidantien. Dann Omega-3, wie ich sagte, das macht das Immunsystem weniger aggressiv und beschützt Gelenke bei genetischer Veranlagung. Lässt sich durch Fisch zu sich nehmen, Calcium aus Milchprodukten. Wenn man weniger Eisen zu sich nehmen sollte, weil die Gene zu viel Eisen aus der Nahrung aufnehmen, sodass es zu einer Art Eisenvergiftung kommen kann, dann sollte man Alkohol sowie auch rotes Fleisch meiden. Und auch die Entgiftung des Körpers wird stark von Genen beeinflusst und ein vergifteter Körper ist natürlich gebremst in seiner Leistung. Das heißt, da sollte man bestimmte Nahrungsmittel meiden, die üblicherweise schwermetallbelastet sind, wie zum Beispiel Muscheln. Das heißt, durch eine angepasste Ernährung, welche Nahrungsmittel sind gut und welche sind schlecht für den Leistungssportler,
kann man den Bedarf an diesen Mikronährstoffen schon sehr gut decken. So, im Bericht sieht das Ganze dann so aus. Es gibt eine Liste von über 1000 Nahrungsmitteln, die alle nach den Genen bewertet werden. Also enthalten diese Nahrungsmittel gesunde Stoffe, die zum einen für den Körper gesund sind und zum anderen für optimale Leistung wichtig sind. Und zum anderen enthält dieses Nahrungsmittel negative Stoffe, die zum Beispiel die Gelenke angreifen und so weiter. Das heißt, nach den Genen werden diese 1000 und noch mehr Nahrungsmittel bewertet und am Ende mit solchen Gesichtern versehen. Das heißt, ein rotes Gesicht heißt, es ist leicht ungesund für Sie. 6 grüne, lachende Gesichter ist besonders gesund für Sie. Das wäre neutral, das ist ein schwarzes, neutrales Gesicht. Und so sieht man, welche Nahrungsmittel für die Gesundheit und für die Leistung optimal sind für diesen Sportler. Und da gibt es wirklich sehr starke Unterschiede von einer Person zur anderen. Also wenn ich laktoseintolerant bin und einen Milkshake trinke vor dem Marathonlaufen, kann man sich vorstellen, dass das einen Einfluss auf meine Leistung haben wird. Das war das, der Aspekt der optimalen Ernährung. Also hier testen wir 2 Gene für die Struktur der Muskelzellen, für die Ernährung über 50 Gene, die auch auf die Gesundheit achten, Entgiftung und antioxidativen Stress. Und der nächste Faktor ist die optimale Mikronährstoffversorgung. Hier ein Beispiel. Es gibt ein Gen, das GPX1-Gen, das ein Enzym produziert. Und ein Enzym ist eine Art Maschine, die eine Funktion erfüllt. Und das GPX1-Gen ist selbst, oder das Enzym ist selbst noch inaktiv, wenn es produziert wird. Es braucht erst den Mikronährstoff Selen. Und Selen baut sich in dieses Enzym ein und aktiviert es. Und jetzt kann es arbeiten. Es kann freie Radikale erkennen, binden und neutralisieren. Das ist die Aufgabe von GPX1. Nun ist es so, dass Menschen bei Selenmangel nicht jedes dieser gebauten Enzyme aktivieren kann. Das heißt, bei Selenmangel ist die Aktivität von dem GPX1-Gen reduziert. Wenn man dann den Selenmangel behandelt, also mehr Selen in der Nahrung zu sich nimmt, dann ist die Aktivität normal, zum Beispiel 70%. Nun gibt es aber eine Genvariation, die dieses Gen stört. Das Enzym wird produziert, ist aber leicht verändert. Das heißt, auch mit Selen kann es zwar immer noch freie Radikale binden, aber schwächer. Das heißt, die Enzymaktivität ist geringer, sodass auch bei normalem Selenstatus, also wenn genug Selen zur Verfügung steht, die Aktivität des Enzyms immer noch reduziert ist. Und da haben Studien gezeigt, dass man mit einer besonders hohen Dosis von Selen mehr von diesen Enzymen aktivieren kann und dadurch die Aktivität wieder erhöhen kann. Und das ist dieses Gen, das GPX-Gen. 67% haben 2C in dieser Genvariation und die haben einen guten Schutz, also ein Großteil hat den, aber manche Menschen, 26% bzw. 7%, haben eingeschränkten Schutz vor diesen freien Radikalen. Und da können wir mit einer hohen Dosis von Selen diese Gene oder diese Enzyme weiter aktivieren und diesen Schutz wiederherstellen. Das bedeutet also, Selen ist wichtig für jeden, Mangel ist für alle schlecht, aber manche Menschen brauchen eine höhere Dosis als andere aufgrund dieses Gens. Ist dieses Gen also in Ordnung, kann eine normale Menge, also die Recommended Daily Allowance von Selen, ausreichen, um die Zellen zu schützen, und ist dieses Gen mit einer Genvariation versehen, braucht man eine höhere Dosis, um dasselbe zu erzielen. So, das heißt also, Mikronährstoffe sind wichtig und wir brauchen unterschiedliche Mikronährstoffe in unterschiedlichen Dosierungen aufgrund von unseren Genen. Und zum einen ist es natürlich sehr gut, wenn man diese durch eine ausgewogene Ernährung zu sich nimmt. Man kann aber als Unterstützung das Ganze auch noch als ein Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Und das ist dieses Konzept, das sehen Sie hier unten. Das heißt NutriMe Nutrition. Und das ist so eine Dose und das erfüllt genau diese Aufgabe. Das heißt, wir testen diese 52 Gene. Wir finden raus, welche Mikronährstoffe für Sie gesund und welche ungesund sind.
Wir finden heraus, in welcher Dosis die benötigt werden. Und wie gesagt, die Antioxidantien sind besonders bei Leistungssportlern erhöht. Das heißt, alle Antioxidantien werden erhöht werden, um diesen erhöhten Bedarf zu decken. Und am Ende erstellt sich ein individuelles Rezept, das dann nur persönlich auf diese Person zugeschnitten ist. Und wie das Ganze funktioniert, ist so, es gibt einen Messlöffel und dieses Produkt besteht aus lauter kleinen Kügelchen. Und diese Kügelchen sind so gestaltet, in jedem Kügelchen gibt es ein bestimmtes Vitamin. Vitamin C in einem, Vitamin E in einem anderen. Und dadurch, dass wir unterschiedliche Mengen dieser Pellets zusammenmischen können, ergibt sich eine persönliche Mischung. Und dann muss man zum Beispiel 8 Milliliter von dem zu sich nehmen. Es ist Slow Release, es wird langsam über den Tag an den Körper abgegeben und stellt sicher, dass zum einen die freien Radikale bestmöglich neutralisiert werden und dass die Nährstoffe zur Verfügung gestellt werden, die der Körper auch braucht, um gesund zu bleiben. Im Bericht sieht das Ganze so aus, man sieht Balken des Bedarfs an verschiedenen Mikronährstoffen. Also hier zum Beispiel Vitamin A ist relativ hoch, Vitamin C auch sehr hoch und so sieht man über 20 verschiedene Mikronährstoffe, in welcher Menge die notwendig sind. Und das wird dann alles in diesem Produkt berücksichtigt. Der vierte Aspekt ist die optimale Kalorienverteilung. Es gibt ja für unseren Körper drei entscheidende Energiequellen, also Nahrungsmittel, Bestandteile, aus denen wir unsere Energie gewinnen und die uns unter anderem übergewichtig machen können. Zum einen sind das Proteine, um genau zu sein Aminosäuren, zum anderen Zucker, Kohlenhydrate oder Fett. Und für den Leistungssport sind besonders zwei verschiedene Energiequellen wichtig. Zum einen ist es Zucker, also Kohlenhydrate, und zum anderen Fett. Diese zwei Energiequellen werden von unterschiedlichen Muskelfasern bevorzugt verwendet. Und da gibt es sehr starke Unterschiede von verschiedenen Sportarten. Zum Beispiel Sprinter, wie ich schon sagte, brauchen hauptsächlich die weißen, schnellen, kräftigen Muskelfasern. Und diese Muskelfasern verwenden ausschließlich Kohlenhydrate als Energiequelle. Und wenn man also als Sprinter gute Leistungen erzielen möchte, dann sollte man auch dem Körper die Energiequelle geben, die seine Muskelfasern am besten umwandeln können. Das heißt, Sprinter sollten sich reich an Kohlenhydraten ernähren, um gute Leistungen zu erzielen. Die Ausdauerläufer, also die Marathonläufer hingegen, brauchen vor allem die roten Muskelfasern, also die gut durchblutenden, schwächeren, langsameren Muskelfasern. Und diese verwenden zum einen auch Zucker, aber auch gerne Fett. Und Fett hat den Vorteil, wie ich schon sagte, dass 1 Gramm 9 Kalorien enthält, also doppelt so viel Energie wie 1 Gramm Zucker. Und aus diesem Grund ist Fett eine sehr gute Quelle für Energie, also ein sehr, sehr kräftiger Energiespeicher. Das heißt also, ein Marathonläufer sollte sich nicht nur mit Kohlenhydraten, sondern eine Balance aus Kohlenhydraten und Fett ernähren, um den besten Treibstoff zu haben für lange Distanzen. Und Spielsportarten, wie zum Beispiel Fußball, die sind irgendwo dazwischen. Die müssen zwar 90 Minuten lang ausdauernd herumlaufen, aber es gibt immer wieder kurze Phasen von Sprinten, also hohem Kraft- und Geschwindigkeitsaufwand. Das heißt, die brauchen etwas mehr Zucker, aber auch eine bestimmte Menge an Fett. Das heißt also, je nach Sportart, die man ausübt, ist eine andere Verteilung der Kalorien optimal, um den richtigen Treibstoff für die Muskelfasern zur Verfügung zu stellen. Und bei dieser Analyse wird bei der Bestellung angegeben, ich bin Kraftsportler, ich bin Ausdauersportler, ich bin Spielsportler, Kampfsportler, gibt es bei jedem unterschiedliche optimale Kalorienverteilungen. Und wir müssen das Ganze natürlich noch an die Muskelfasern anpassen, also hat man mehr weiße oder rote. Und so sieht das Ergebnis dann aus. Hier wird angegeben, bei Kohlenhydraten sollten Sie hier im mittleren Bereich etwas mehr Fett und weniger Eiweiß als die optimale Kalorienverteilung für die von mir gewählte Sportart zusammen mit den Genen, die ich habe für meine Sportart. Also da wird das noch nachjustiert. Und hier zum Beispiel 54% der Kalorien aus Kohlenhydraten, 26% aus Fett
und 20% aus Eiweiß. Das ist nur zur Information, das muss man nicht selbst dann kalkulieren, das wird für Sie erledigt. Aber so sieht einmal das Ergebnis aus. Die Art, auf die man es anwenden kann, sieht so aus. Es gibt ja diese Nahrungsmittelliste und die hat ja über 1000 Nahrungsmittel mit diesen Gesichtern markiert, ob dieses Nahrungsmittel gesund ist für mich. Jetzt geht es um den ersten Balken. Also hier gibt es grüne Balken bis hin zu rot. Und grün bedeutet, dieses Nahrungsmittel hat für mich die optimale Verteilung. Ich brauche Fett und Kohlenhydrate. Dieses Nahrungsmittel hat genau die richtige Balance aus den beiden. Das ist positiv für mich, leistungssteigernd für mich. Oder ich brauche Fett und Kohlenhydrate, aber das hat nur Kohlenhydrate enthalten, also nicht die optimale leistungssteigernde Version. Dann ist der Balken rot und es ist leistungsmindernd, also der falsche Treibstoff für meine Zellen. Das bedeutet, Sie können durch diese Liste gehen und schauen, welche Nahrungsmittel für Sie optimal für die Leistung sind und welche suboptimal sind. Und dann der letzte Faktor, das optimale Körpergewicht. Zum einen natürlich, wenn man einen Marathon läuft und 5 Kilo mehr die Strecke mitschleppen muss, dann ist das natürlich ein unnötiger Kraftaufwand. Zum anderen gibt es auch Sportarten, wo man in eine bestimmte Gewichtsklasse fallen möchte oder muss. Und hier gibt es eigentlich ein Problem. Besonders bevor man antritt bei dem Wettkampf, muss man den Spagat machen. Zum einen abnehmen, damit man in die Gewichtsklasse kommt, also dem Körper möglichst wenig Energie zuführen, aber gleichzeitig auch sportliche Leistung bringen. Und das ist möglichst effektiv Energie zuführen. Das heißt, man hat den Spagat und möchte zwei Sachen gleichzeitig machen, aber die erfordern grundlegend andere Dinge. Das heißt, was wir hier machen, um bestmöglich die sportliche Leistung zu erhalten, aber trotzdem Gewicht zu reduzieren, nehmen wir genau die Kalorienverteilung, die für den Sport geeignet ist. Also ich brauche Fett und Kohlenhydrate, also beides erhöht. Aber wir reduzieren die Kalorien. Das heißt, ich habe zwar den richtigen Treibstoff, nicht so viel, dass ich trotzdem mehr Kalorien verbrenne, als ich zu mir nehme. Aber von denen, die ich zu mir nehme, kann ich noch das Gewicht reduzieren. Das bedeutet also, mit diesen Einstellungen kann man in unserem Menüportal, das ist eine Webseite, kann man sich einloggen, man kann die Daten angeben und das Menüportal schlägt einem dann vor, was kann ich essen, wie viel darf ich von jedem Nahrungsmittel essen, um Gewicht zu reduzieren. Und das Programm arbeitet sehr intelligent, das rechnet eben für einen aus, diese Nahrungsmittel passen gut zusammen. Man kann auch sagen, Thunfisch mag ich nicht, dann schlägt das Menü etwas anderes vor oder man wählt aus über 15.000 verschiedenen Zutaten aus und kann sich selber was zusammenstellen und das Programm rechnet dann, wie viel man wovon essen darf, damit es genau auf die Gene angepasst ist. Das heißt, dieses Menüportal ist dazu geeignet, das richtige Verhältnis der Kalorien zu erhalten, aber sie zu reduzieren, damit man Gewicht verliert. Es gibt noch eine Zusatzmöglichkeit, und das ist das Nutrimi-Gewicht. Das sieht so aus. Es besteht aus zwei registrierten Medizinprodukten. Medizinprodukte sind ähnlich wie Nahrungsergänzungsmittel, nur dass sie registriert werden müssen und wissenschaftlich bestätigt werden müssen in ihrer Funktion. Und wir wissen ja aus einer Genanalyse zum Beispiel, ob man Kohlenhydrat- oder fettempfindlich ist, beziehungsweise ob sie mehr Kohlenhydrat oder mehr Fett brauchen durch die Sportverteilung. Und dadurch können wir dieses Nutrimi Weight Management erstellen. Hier gibt es kleine Fächer und da drinnen sind jeweils drei Pillen und die enthalten eine Mischung aus diesen zwei Medizinprodukten. Eines von denen agiert im Darm wie ein Schwamm. Das heißt, es geht im Darm auf und absorbiert Fett. Also es bindet Fett und lässt dem Körper nicht zu, dass er das Fett absorbieren kann. Das heißt, es ist so, als hätten sie dieses Fett gar nicht erst geschluckt und es wird wieder ausgeschieden. Die andere Komponente blockiert das Verdauen von Kohlenhydraten. Die Kohlenhydrate sind ja so wie eine Perlenkette an Zuckermolekülen üblicherweise, mit ein paar Ausnahmen.
Und da gibt es Enzyme, also kleine Scheren, die das in kleine Stücke zerschneiden, damit der Körper die Kohlenhydrate aufnehmen kann. Und die zweite Komponente davon blockiert diese Scheren, dass sie die Kohlenhydrate nicht verdauen können, und die werden auch ausgeschieden. Das heißt, je nachdem, welche Kalorienverteilung Sie zu sich nehmen sollten, können wir das individuell zusammenstellen. Das wird eben für jeden individuell gemischt. Hier haben Sie dann genau die richtige Mischung für Ihre Genetik. Wenn Sie mehr Kohlenhydrate haben sollten, werden mehr von den Fettblockern und mehr, wenn Sie mehr Fett haben sollten, mehr von den Kohlenhydratblockern hineingemischt. Und das hilft Ihnen dann dabei, obwohl Sie dieselbe Menge essen, weniger Kalorien zu sich zu nehmen und dadurch auch schneller abzunehmen. Das ist eine weitere Unterstützungsmöglichkeit zum Menüportal. Und das Ganze sehen Sie auch hier, hier unten rechts in der Produktauswahl. Das ist eine Zusatzmöglichkeit. So, und das sind die 5 Faktoren für Leistungssport. Wenn man diese 5 Faktoren optimal steuert, gibt es dem Körper das richtige Training, die richtigen Nährstoffe in der richtigen Dosierung. Es werden Nahrungsmittel, die leistungsmindernd sind, gemieden. Es werden den Muskelzellen die richtige Mischung aus Treibstoff zur Verfügung gestellt, und es hilft dabei, das Körpergewicht zu reduzieren, um in die richtige Gewichtsklasse zu fallen oder einfach durch geringeres Körpergewicht bessere Leistungen zu erzielen. Das heißt also, diese Analyse ist ausschließlich für Leistungssportler, die bessere Leistungen erzielen möchten in ihrer Sportart, sich besser ernähren möchten und dabei auf die individuelle Genetik Rücksicht nehmen möchten, geeignet. Es ist natürlich für übergewichtige Personen nicht geeignet, dazu gibt es eine andere Analyse. Aber das ist das optimale genetische Ernährungsprogramm, das wirklich auf die individuellen Unterschiede eingeht und ein individuelles Ernährungsprogramm für Leistungssportler erzeugt. Und das ist das Ende des 8. Kapitels für den Sportsensor.